Ich wollte heute zeigen, wie man Feuer macht. Also man nimmt erst einmal so ein kleines Stück Kleinholz, das dünn ist, legt das einfach so in die Mitte hinein. Dann nimmt man weiteres Kleinholz und baut daraus so eine Art Turm. So. So, das passt fürs Erste. Dann nimmt man solche Anzünder, die gibt es beim Hofer, diese da. So schauen die aus. Die legt man da hinein auf das dünne Holzstück. Und zündet sie dann mit einem Streichholz oder einem Zimtholz an. Und bedeckt das noch schön mit zwei Stück so einem Holzscheiter. Dann holt man großes Holz. Zwei oder drei Scheiter. Man sieht, der brennt schon schön und legt ihr einfach so drauf. So, das passt jetzt. Jetzt gibt man die Scheibe noch circa so einen Spalt da herunter, dass es schön durchzieht. Und dann schauen, wie es Feuer anbrennt. So schaut es nach einer Minute aus. So, wie ihr seht, jetzt brennt schon recht gut nach 5 Minuten. Jetzt kann man das auch aufmachen, danach wird es wärmer. Und sich dann einfach davor setzen und genießen.